Was geht ab, Leute, Nerd Alert Games, und willkommen zurück zu Dragon Ball Z. Machen wir einen Garaus. Das Ganze ist ein bisschen taktischer, als ich dachte, also wir müssen vorsichtig sein. Am Anfang können wir noch ein bisschen drauf. Können aber durchaus noch ein bisschen ausweichen und ordentlich Schaden machen. Ansonsten bleibe ich relativ im Hintergrund. Ausweichen geht klar. Schade, dass wir nach keinen Folgeangriff leisten können. Boah, das kommt schnell. Da muss ich einen größeren Abstand machen. Lange betäubt. Wow, einmal nicht richtig getimt. Das ist so eine Sache mit dem Ausweichen. Krass. Da könnte noch einer kommen. Komm schon. Na. Ah. Krass, wenn ich das einmal falsch time, das ist kacke. Ah, ich experimentiere vielleicht ein bisschen zu viel. Also manche Sachen zu blocken wäre definitiv besser. Weg, 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 weg. Ich glaube, dass ich jetzt den ganzen Kampf eigentlich machen muss. Ich meine, was bleibt mir anderes über? Ich sollte das blocken. Das ist keine volle Kombo möglich. Nee. Das mache ich anders. Ich block die Angriffe lieber. Ah, wenn er weit entfernt ist, immer drauf. Ja gut. Irgendwann ist es auch gut mit Ausweichen. Böse Angriffe. Wow.
Den kann man auch mit der Combo nicht wegkicken später. Ey, der hat noch nicht seine... Ich wollte gerade sagen, letzter... Ausweichen, nur noch ausweichen. Beide auf der letzten Leiste. Ah, vielleicht haben wir Glück. Oh, shit. Okay, nur noch ausweichen. Hohohoho, ist das spannend, aber er hat nicht mehr viel. Wir kriegen den. Bam! Und was gibt's? Ah, es sogar. Ja, hinterher musste man clever ausweichen. Ich hätte auch in den Angriff gehen können, aber der hätte die Attacken wieder ausgepackt. このまま見逃してくれれば、ある秘密を教えてやる。お前たち、サイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え！お前たち、サイヤ人の惑星ベジータは、巨大な隕石がぶつかって消失したのでは、サイヤ人の中のほんの一部には、お前のように飛び抜けた戦士が生まれ、増え始めた。力を持ち始めれば、 いつまでも従順に命令を聞くような民族ではない。フリーザ様は、あの時点で、手を打っておく必要があると、お考えになった。そして、フリーザ様自らが、惑星ベジータを、サイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ、お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を、狙われたのだ。 勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分にムカッパラが立っただけ。うわあ、フリーザちゃん。 フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールという奴は7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、 フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。何のんびりしてたのよ、あんたたち。 何？その小型のピッコロみたいな子は、ひょっとしてナメック星人っていうやつ？はい、ベンデと言います。ふーん、何かいろいろあったみたいね。
そうだ。さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、なんすか。孫君がここに向かって飛び立ったの。しかもすっごい修行をしながらって話よ。お父さんが。やった。 悟空のナメック星到着まであと6日。 Oh, wieder Rang S mal. Wenn man einmal den Dreh raus hat, ist das Spiel echt einfach. Auch wenn ich den ein bisschen billig besiegen musste, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich in den Nahkampf gehe, würde ich immer getroffen werden. Weil da kann ich nicht ausweichen, wenn ich dem so nahe komme. Goku, yo. Kikoeru ka? Goku. Hm? Omae ittai soko wa? Moshika? Souka, Namekusei ja na? Dragon Ball ga mitsukaru to ii no. なんだよ、何にも知らなかったんか。ナメック星じゃとんでもねえことが起こってんだぞ。とんでもないこと？実はな、ここに客が来よったんじゃよ。まさか。みんな、お前がしたよりも厳しい修行を望んでおるぞ。よ、聞こえるか、悟空。あの世で死んだ神様に会ってさ。 4人って言ったな。イヤムチャと天津飯。ひょっとしてピッコロもいるんか。ふん、てめえだけ強くなっていくのはこの俺様のプライドが許さないからだ。あと1人はなんとチャオズさ。神様が特別に体を再生してくださったらしい。みんなをここで修行させるためにな。すげえ。ほらも今 ナメック星に向かってんだけど、100倍の重力を出せるように宇宙船を改造してもらって修行を始めてんだ。あと5日半でうんと強くなんねえと。そういえばさっきも言っておったな。何？悟空でさえ手に負えなかったベジータを上回るやつがいるっていうのか。まさかそいつはフリーザでは。 さあ、そいつは聞いてねえけど、カヨ様は知ってんか？悟空よ、もしそうなら絶対そいつには手を出すんじゃないぞ。やつの怒りを買えばとんでもないことが起こる。お前のためだけに言っておるのではないぞ。地球やの、そんなにすげえやつなんか。ちょっと見てみてえな。 Ne, das wird nicht passieren. Choro te yatsu wa iru ka? Kono ore ga Dragon Ball wo morai ni kite yatta. ベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。 クリリンさん、これは木が次々と減っていく。またナメック星人が殺しているのはベジータ。 ベジータと、あのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れても、一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、そんなことをしたら、あいつらすべてのナメック星人を殺すまで探し続ける。そんな、あなたたちのことを教えて。どこから来たのか、なぜドラゴンボールのことを知っているのか、星のみんなを助けてください。俺たちは、 そういうことだったんですか。僕についてきてください。最長老のところへ案内します。え？最長老？僕たちの村を襲ったやつたちはドラゴンボールをすでに4つ持っていた。それからあなたたち、今あっちの方向で人がたくさん殺す。ああ、多分ベジータってやつに。もう一つも木が残ってない。
全滅させられたんだ。だとしたら、この星にはもうほとんどナメック星人は残っていない。そうか。ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら、ひょっとしてその一個を持っているのが最長老さんか。はい。いかん。ベジータが最長老のところに行き着いたら、7個目のドラゴンボールも奪われてしまう。早く最長老に知らせてあげないと。俺がついていく。ご飯とブルマさんはここで待っててくれ。たくさんで行っても意味がない。わかりました。気をつけて。こいつがドラゴンボール。さてと。ここに沈めておけば、フリーザたちの持っているドラゴンボールは5個。このパワーはザーボンだ、間違いない。Wir werden Freezer Schergen ein für alle Mal vernichten. Einen nach dem anderen. Aber bevor es weitergeht, muss ich mal kurz was gucken. Wir haben diese ganzen Menüs noch nicht gecheckt. Also hier können wir nochmal alle Quests sehen. Super Angriff, Fähigkeitsbaum. Ich wusste, da gibt's noch einen Baum zum Upgraden. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber da komme ich nicht hin. Ich muss Stufe 25 dafür erreichen. Und jetzt gerade... Ich meine 24? Eine manuell gezielte suchende KI-Salve mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit. Das können wir tatsächlich machen. Was haben wir noch? Enorme Kraft. Boah, ich habe so viele von denen, ey. Ja, Skillen, ey. Warum nicht? Wir sind mit Vegeta eh so heftig unterwegs. Das können wir alles nicht, das können wir auch nicht. Trainingsübungen abschließen. Okay, mehr ist anscheinend noch nicht möglich. Was sollten wir mit allen Charakteren machen? Wie dumm das wäre, wenn wir es nicht machen. So, auf A habe ich nämlich noch gar nichts. Vorgenerischer Meteorhammer habe ich, glaube ich, gar nicht drin. Das ist eine gute Sache, wenn wir die Abwehr durchbrechen können. Unterstützungen. Moment. Das check ich jetzt nicht. Das gehört doch nicht auch zu Vegeta? Das, wenn wir einen anderen dabei haben, aber das sind seine Attacken. Wissen. Das müssen wir hier reinmachen. Das Spiel erklärt einem wirklich gar nichts. Ja, bitte. Harter Schlag. Und enorme Kraft rein. Wow, gut, dass ich geguckt habe. Ein Level noch. Gut, da kann ich nichts reinmachen. Meine Gruppe ist so. Gegenstände müsste ich garantiert irgendwas haben. Ultra-Mega-Braten. Die könnte ich theoretisch auch so essen, aber... Gekochtes Gericht ist immer noch besser. Kochfähigkeit geht hoch. Das können wir garantiert noch irgendwie ausrüsten. Das muss gehen. Chichis Helm. Power Protein. Geschenkgegenstand. Nochmal hier in die Community reinchecken. Seelenabzeichen. Das gilt das dann für alle? Das gilt ja nicht nur für Son Goku. Das ist klar, das muss für alle gelten. Kann ich ihn da reinpacken? Jo. Essenseffekte wären auch nicht schlecht zu verstärken. Ich sollte mich erstmal auf den Kampf konzentrieren.
Holy shit, Vegeta hier reinpacken, ey. Ich glaube, dass sich manche besser verstehen als andere. Mit zum Beispiel ihn jetzt mit ihm hier austauschen. Sag ich ja. Schule der Schildkrötenschule. Passt aber wiederum hier nicht mit dem zusammen. Hm. Mal gucken. Die Option ist noch nicht verfügbar. Gut, da haben wir wenigstens ein bisschen was gemacht. Holy shit, weiter geht's.